In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Wassermelder an eure SMT Pro Alarmanlage anschließt. Ich bin Marc Molter und willkommen zu meinem neuen Video. Vor der Installation des Wassermelders müssen wir ihn allerdings erstmal in Betrieb nehmen. Hierfür drehen wir den Wassermelder um und entnehmen hier diesen Kunststoffstreifen aus dem Gehäuse. Dieses verbindet die Batterie mit unserem Gerät und somit ist das Gerät einsatzbereit. Nun begeben wir uns zu unserem Smartphone und öffnen unsere Smartzone-App. Hier klicken wir auf unsere Alarmanlage und betätigen die Plus-Taste. In dem hier erschienenen Menü suchen wir unseren Wassermelder und klicken ihn an. Wir nehmen die im Lieferumfang enthaltene Nadel und stechen sie hier in dieses kleine Loch ein. Wir betätigen die darin enthaltene Taste so lange, bis eine grüne LED anfängt zu blinken. Dieses bestätigen wir nun in unserer App und klicken auf Next. Unsere Alarmanlage beginnt mit der Suche nach dem Wassermelder. Hat sie den Wassermelder gefunden, quittiert sie das mit einem grünen Blinken. Nun sehen wir auch unseren Wassermelder auf unserem Bildschirm und können dieses hier quittieren. Wir wählen nun unseren Wassermelder aus und weisen ihn einem Raum zu. Haben wir den Wassermelder in einem neuen Raum installiert, können wir hier auch einen neuen Raum erstellen, indem wir auf Add Room klicken. Hier können wir nun einen neuen Raumnamen vergeben, wie zum Beispiel Bad, Waschküche oder dergleichen und dieses mit Save speichern. Jetzt können wir hier unseren Raum auswählen. Ich wähle einfach mal Küche und wir bestätigen das. Haben wir nun den Wassermelder angemeldet, können wir ihn am vorgesehenen Ort montieren. Hierfür kleben wir unser Grundgehäuse des Wassermelders mit dem doppelseitigen Klebeband an einer sicheren Stelle an. Achtet darauf, dass das Grundgehäuse des Wassermelders nicht wasserdicht ist. Sorgt dafür, dass dieses nicht mit Wasser in Berührung kommt. Der Sensor ist mit einem ausreichend langen Kabel ausgestattet, sodass wir ihn in ausreichender Entfernung zu unserem Modul anbringen können. Der Wassermelder wird an der Gefahrenstelle angebracht. Hierfür steht uns auch wieder ein doppelseitiges Klebeband zur Verfügung. Wir kleben nun den Sensor mit den Kontakten nach unten auf und haben somit unseren Wassermelder installiert. Kommt der Wassermelder nun mit Flüssigkeit in Kontakt, löst dieser Alarm aus. Klicken wir in unserer App unseren Wassermelder an, sehen wir hier eine Liste aller Aktivitäten. Um den Wassermelder wieder dauerhaft von unserer Alarmanlage zu trennen, drücken wir das Wassermelder-Symbol in der App für einen längeren Zeitraum und klicken Deal Device. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Noch ein wichtiger Punkt. Alle hier gezeigten Komponenten wurden mir netterweise vom Hersteller zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Link zu den Produkten natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Interessiert ihr euch für die Hauptalarmanlage und deren Installation, so klickt einfach hier auf dieses Video. Und möchtet ihr noch mehr Komponenten mit eurer Alarmanlage verbinden und wisst nicht, wie das geht, so schaut einfach hier in diese Playlist. So, damit komme ich nun endgültig zum Ende meines Videos und ich sage hiermit Tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.